Hallo und willkommen zurück zu Limbo. Ja, wieder mal dieses ganz tolle Spiel. Ich bin da wirklich mal gespannt, wann wir es zu Ende bringen, weil ich habe jetzt mal geschaut. Ich bin jetzt tatsächlich schon wirklich ein Jahr lang damit beschäftigt. Natürlich nicht die ganze Zeit über, aber ich habe gesehen, der erste Part kam Januar letzten Jahres und jetzt haben wir Januar 2019 und ja. Wir sind jetzt gerade mal ein bisschen über die Hälfte, so wie ich das gesehen habe. Und ja, der Erfolg war bisher eher bescheiden. Würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Machen wir weiter hier. Ja. Ein paar Sachen seien trotzdem noch gesagt. Also ich bin jetzt wieder auf Keyboard umgestiegen. Controller war es tatsächlich nicht so mein Ding. Mag einerseits daran liegen, dass ich einfach nicht so sehr an Controllern gewöhnt bin. Andererseits, ja. Ich hoffe einfach mal, ich habe jetzt ein bisschen mehr Erfolg. Ich habe jetzt extra so ein gutes Keyboard, welches für Spiele besonders geeignet sein soll, geholt. Wow. So, jetzt. Aha, das läuft ja schon mal für einen Anfang unerwartet gut. Ja. Und ja. Vielleicht bringt das neue Keyboard ja echt was. Natürlich nicht, wenn wir jetzt davon erschlagen werden. Das wäre beinahe passiert, aber nur beinahe. So. Ja, ich gebe zu, ich habe mich ein bisschen gespoilert, was dieses Spiel angeht, weil. Ja. Zu frustrierend soll es ja auch nicht werden. Wir werden ja sehen, ob jetzt noch sozusagen dieses Ragen und alles hier noch kommt. Das Rumgewühlte. Hat der Krishan ja wieder was zu lachen. Vielleicht noch ein paar andere Leute. Es kommt mal wieder so eine meiner Lieblingsstellen hier mit so einem Wurm. Ist ja auch sowas von einfallsreich. Wir werden ja sehen, ob wir dieses Spiel noch als in absehbarer Zeit schaffen. Also nochmal ein Jahr will ich damit jetzt nicht verbringen. Ich werde entweder es in der Zeit schaffen oder ich höre mit dem Quatsch auf. Der Weltrekord, ich habe mir ja angeschaut, das ist jemand, der hat sich ja, er ist ja quasi der junge Gott der Limbo-Spiele. Würde ich sagen, Hut ab. Ja, der heißt Parhelion, hat auch einen YouTube-Kanal. Hatte ich mal so ein bisschen reingeschaut, der hat sowohl diese Dark Route als auch die normale Route gespielt, die ein bisschen länger ist. Mal schauen. Ja, sehen, ob ich mich noch alles erinnern kann. Hallo? Hallo? Hey? Kiste? Ja. Ja, zersägt die Leiche. Das macht Spaß. Es geht ja schon wieder gut los hier. Mann! Boing! Okay. Ganz langsam und sachte. Och, ich hasse so eine Timing-Sachen. Nein! Ach! Ich wollte ja gerade noch ein, zwei Sachen klarstellen. Also zum Beispiel Stichwort Rätsel. Ja, prinzipiell bin ich ja Rätsel nicht abgeneigt. Das Problem ist dann, wenn es einerseits nicht nur Rätsel sind, sondern das Ganze auch noch so eine Timing-Sache ist. Da kommt dann der Frustfaktor schnell. Mann! Oh, hier, man sieht es ja wirklich an dieser Stelle sehr gut. Jegliche Hoffnung wird im Ansatz zersägt. Im wahrsten Sinne des Wortes, so.
weil sich ja auch dieser Mist hier so richtig schön langsam öffnet und mal wieder den Limbo-Bengel erschlägt. Ja, noch schön die Leiche zerhäckseln. Das Ganze wird dann als Fleischzulage an McDonald's geliefert. Ich verstehe nicht, warum dieser Kack-Arsch-Bengel jetzt hier nicht mal hochklettert. Mal sehen, wie viele Versuche ich für diesen Scheiß hier noch brauchen werde. Ah. So, und ja, schnapp. Nein! Oh, warum stirbt man denn auch gleich nur, weil das Bein angesägt wird? Lauf! Ich meine, mit EMB kann man auch noch weiterleben. Muss man zwar pro hüpfen, oder wenn man ein Mann ist, hat man ja noch ein drittes Reservebein. Und das war auch wieder falsch. Ja, hallo, Spiel, du kannst gerne weitergehen. Blöde Arschsau. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Warte mal. Okay, ich glaube... Nein. Der Weltrekord ist für die normale Route liegt aktuell, wurde vor ein paar Monaten aufgestellt, von jedem erwähnten Parhelion bei 39, was auch immer. Ich glaube, ich werde hier wahrscheinlich den Negativ-Weltrekord aufstellen, was die Spielzeit hier angeht. Bam, bam, bam. Okay. Es muss ja jetzt irgendeine Möglichkeit geben, wie das Ganze hier weitergeht. Glaube ich zumindest. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Fällt dann in den Abgrund. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht irgendwas falsch gemacht. Dass ich vielleicht dann mal an diesem Ding da hätte ziehen sollen. Oh. Kann jetzt auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war auch nicht so richtig. Ich glaube, irgendwas... Okay. Einen Moment. Okidoki, also. Das Ganze ist eigentlich von der Lösung her mal wieder relativ simpel, wenn zugleich auch mal wieder. Naja, da muss man erstmal drauf kommen. Ey, der ganze. Dieser arschgefickte Scheißbalken hier. Muss so lange schwingen. So, verbring jetzt nicht 30 Stunden mit Sterben, du Arschloch. Okay, also die Kacke hier muss schwingen, damit man da sich hoch, damit man da hochhüpfen kann. Bum, ba, 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 bam, ba, 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 bam. So.
Bam, bam. Und wieder daneben. Jawohl. Und wieder braucht die Kackspielfigur 30 Stunden, um zu sterben. Es lutscht auch irgendwie so voll. Was soll denn das? Das verschwendet unnötig Zeit, dass dieser scheiß Bengel ewig braucht, um zu krepieren und dann wieder aufzustehen. Das nervt einfach nur. Was soll das denn? Ah, hier. Okay. Weg. Wo fange ich jetzt wieder an? Natürlich hier an der Stelle. Ist ja auch nicht so, dass es vielleicht mal auf dem scheiß Balken da gespeichert werden könnte. Wow, es hat sofort geklappt. Erstaunlich. Aber wie ich das Spiel kenne, sollten wir uns nicht zu früh freuen und kletter da endlich mal hoch, du Arschloch. Was machst du denn hier, du? Mal. Ruff! Hallo? Was? Okay. Nein. Okay. Also, diese Kiste muss es irgendwie dahin. Okay. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht, also wer sich die Steuerung ausgedacht hat, der hat als Hobby wahrscheinlich, der muss irgendwie so sadistische Neigung haben. Wahrscheinlich häutet der Hundewelpen bei lebendigem Leibe oder sowas. Oder muss ich das Ding schieben, nicht ziehen? Wie wir wissen. Moment. Oh, warum musst du dich da festhängen, du Arsch? Nein! Nein! Boah, Junge! Ja. So, das müsste jetzt hoffentlich genügen.
Ah. Okay. Ach, kletter doch einfach mal darauf. Und Fallschaden. Fallschaden, jubidubidu. Ja, 3 Stunden sterben. Wo bin ich jetzt hier? Und jawohl, ja. Ich darf die ganze Rotze nochmal machen hier mit dem Fahrstuhl. Hoch. Jo. So, Fahrstuhlbalken rauflegen. Loslassen. Am Hebel ziehen. Jo. Hebel. Nochmal betätigen. Hoch. Hoch. Schwingen. Also das Seil. Nicht, was ihr jetzt denkt, ihr Schweine. Und da. Swing. Gab's da nicht irgendein komisches altes Lied? Swinging in the Rain. Ja. Und warum lässt er jetzt nicht los? Wahrscheinlich. Und mal bitten. Oh wow, es hat geklappt. Junge, das ist ja schon fast ein Erfolg hier. Und wieder mal das allseits beliebte Kistenspiel. Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, irgendwie. Okay. Juhu! Hexe, Hexe! Also, Momentchen. Irgendwie muss es möglich sein, diese Kisten übereinander zu stapeln. Ohne, dass die Spielfigur dabei krepiert, weil sie das Ding auf den Kopf bekommt. Jo. Ja, jawohl, ja. Ach. Ja, klar, natürlich reicht die Höhe auch nicht aus. Es müssen ja wirklich beide Kisten übereinander stehen. Ja, zersägt diesen Leichnam noch 30 Stunden hier, ey, Junge, Mann. Boing. Ja. Düm, düm, düm. Andächtig warten. Ba, okay. Das ist auch nicht. Okay, logisch nachdenken. Ah, also, Moment. Das hier. Und so.
Nein, das ist es auch nicht. Okay. Och man, schon wieder zu spät. Manchmal soll denn das. Ja, jetzt habe ich Christians Spruch geklaut. Na und? So viel Schissen. Und nochmal. Ja. Adieu. Du Limbo-Welt. Moment. Also. Man müsste jetzt das hier und das hier. Jetzt müsste die Kiste warum kann der da nicht hochklettern? Ja, wahrscheinlich so richtig schön geskriptet, dass die Kisten schön aufeinander stehen müssen. Okay. Boing. Okay. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Hallo, Spidey, nein! Ezio, du Scheißidiot! Okay, falsches Spiel. Bin ich jetzt noch aufgekommen? Nein. Nein, nein, nein. Auch weil meine Spiele-Skills langsam aber sicher auf dem Level von gewissen Personen, ich betone es Personen, gibt ja mehrere, aus dem fränkischen Raum sind. Oh, wow, ich hab's geschafft! Da gibt's ja namhaft zwei, der eine ist ja nur mittlerweile, soweit ich weiß, weg vom Fenster, was ja auch besser so ist, weil Arroganz fällt halt irgendwann immer auf die Schnauze. Oder dann gibt es natürlich auch einen gewissen anderen. Ich hoffe, das ist kein Fallschaden gewesen. So, jetzt kommt was schön Ekliges. Hallo, Mücke oder Fliege oder was auch immer du bist oder Wespe oder. Ja, wir brauchen jetzt nämlich dieses komische Vieh hier. Hallo. Hey, Insekt. Ist ja zumindest schon mal ein Fortschritt, dass uns dieses komische Vieh hier nicht umbringen will. Mann! Bleib doch mal endlich irgendwo da, wo ich dich an dein scheiß Bein fassen kann. Ich meine, hinterher kannst du immer noch auf Twitter eine Meldung machen, dass du ein MeToo-Vergewaltigungsopfer geworden bist, weil ich dich ans Bein gefasst habe. Oh. Kann man denn das mit Timing-mäßig jetzt so abstimmen, dass dieses Kack-Drecksvieh? Mann! Ja! Alter! Jetzt wäre ich Adam wirklich sauer. Von diesem Kackvieh hier getollt.
Nein! Nein! Arschloch! Okay. Ein Moment mal wieder. Okidoki, wieder da. Nicht nur wegen Nachschauen, sondern auch, ich verstehe nicht, wie ich jetzt da rankommen soll. Nee, muss ich jetzt da irgendwie nochmal hoch oder was? Mann, warum ist denn das so scheiß knapp, dieses dumme... Mann, ey, das ist dumme Scheißvieh. Ich hasse es. Echt. Wie soll man denn das schaffen? Im Timing hier. Ja, schon wieder nach oben. Gib mir doch mal dein scheiß Bein, du. Du dummes. Was ist doch nicht zu fassen hier? Dann lauf doch mal ein bisschen schneller, du Bastard. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht so klappt wie in diesem Speedrun, den ich mir angeschaut habe. Da ist das Timing irgendwie anders. Da ist es einfach bescheuert. Beschissenes Arschkackvieh. Ich weiß nicht, ob es hier irgendeinen Triggerpunkt gibt. Das. Ja! Mann! Das ist einfach nur bescheuert hier. Ja, ist ja auch nichts. Kann ja auch nichts mal sein, dass man vielleicht mal. Mann. Ja! Hey, du! Du blöde Saune! Boah! Ich hasse euch beide. Scheiß. Limbo-Bengel und scheiß komisches Mückenvieh hier. Ich meine, okay, Mücken mag sowieso keiner. Alter, es muss doch irgendwie möglich sein hier, diese dumme arschgefickte Kackvieh. Ja, flieg immer schön weg hier. Blöde Schwein, du. Okay, oder vielleicht müssen wir auch ganz sneaky, stealthy sein. Nein. Ey, Alter! Glaubst du das? Nein, 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 nein. Niemand ist da. Lass dich nicht stören. Während du an deinem komischen Kadaver, was es da ist, rumfrisst. Och ja! Na klar!
Es hätte fast klappen können, aber nee. Okay. Da muss es doch irgendein Schema geben. Ja, mach den Kopf nach unten. Niemand ist da. Niemand will dir deinen komischen Aasfraß oder was das hier ist streitig machen. Jawohl, ja. Endlich. Ja, na los, so flieg doch nach oben, du blöde Sau. Kackvieh. Ja, hör auf, mich abschütteln zu wollen, du. Ja, hast du da vorne so ein scheiß Bein verloren. Ja, schönen Arsch stecken, Fisten mit. Ja, hier, zappel noch ein bisschen rum. Kackbein. Jetzt kommt wieder so eine Scheiße hier, so eine. Okay. Gut. Okay. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Das ist. Keine Ahnung, was. Das ist mir so ein. Moment mal. Es kam irgendwie so ein komischer Part, wo man. Ich glaube, hier muss man jetzt irgendwie so eine komische Kugel. Okay. Jo. Was auch immer das sein soll. Ein brennender Reifen, ja. Gut. Nein, nicht runterfallen. Ich verstehe nicht. Nein, okay. Gut. Nein! Okay. Ich glaube, der Part ist jetzt schon wieder. Hat eine gewisse Länge erreicht. Es ist wieder die nächste Passage kommt, wo ich dann 10 Minuten an irgendeiner Stelle brauche, wo andere Leute vielleicht eine Minute brauchen. Höre ich jetzt erstmal auf. Ja. Ich will ja noch ein bisschen was übrig haben für die nächsten Male. Naja, mal sehen, wie viele Parts ich noch brauche, wie lange ich überhaupt brauche für den ganzen Quatsch jetzt hier. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt erstmal Schluss hier. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt wieder was zu lachen hier. Und 3, 2, 1 und aus.